Okay, hi guys, Leute, heute mal ein Video in Deutsch über diesen Vogel hier, den American Audio TT Record USB. Ist ein riemengetriebener Plattenspieler zur Aufnahme oder zur Digitalisierung von Vinyl. Das Tolle, in meinem Karton war dabei ein SD-Card-Reader für USB mit sogar 1 GB SD-Card. Weiß nicht, ob das in jedem Karton ist. Eigentlich denke ich mal nicht. Normal ist in dem Karton der Plattenspieler, eine Slipmat, das System, der Plattenspieler an sich. Und natürlich, könnt ihr jetzt nicht sehen, ist hinten dran ein Stromkabel. Das Tolle an dem Teil ist, er kann völlig für sich stehen. Es ist noch ein Adapterstecker dabei. Und zwar so ein Teil. Kann man hinten einstöpseln, man kann einen Kopfhörer anschließen und den Plattenspieler auf einen Line-Out-Gang schalten oder auf Line-Out umschalten und über den Kopfhörer hören. Man muss ihn also nicht an einen Mixer oder an eine Anlage anstöpseln. Ich habe ihn mal an meinen Mixer angeschlossen, damit wir gleich ein bisschen was hören, was ich hier mache. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man mit diesem Teil ganz einfach eine Platte auf eine SD-Karte bekommt. Na, Scrap. Hinten hat der Plattenspieler einen USB-Anschluss. Ich versuche das mal näher zu zeigen. Dort hinein kann man stecken einen USB-Stick, einen Kartenreader für USB, so wie der hier. Und sobald das Teil richtig drin steckt, geht eine rote LED an und das heißt, der Plattenspieler ist bereit für die Aufnahme. Was auch funktionieren soll, was ich noch nicht ausprobiert habe, man kann auch eine USB-Festplatte dort andocken und kann dann natürlich, sage ich mal, ganze Plattensammlungen in einem Rutsch rekorden. Das Problem ist nur, die Files werden immer nur mit Audio und einer fortlaufenden Nummer betitelt. Das zeige ich euch dann gleich am Rechner. Jetzt erstmal zur Aufnahme. So. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier unten sind nämlich die Einstellungen für die Geschwindigkeit und der Aufnahme-Start- und Stopp-Knopf. So. Ich denke, so kann man das gut sehen. Also, Platte drauf. Ich habe hier mal rausgesucht einen echten Klassiker, Funk Phenomena, US Remixes von Armand van Helden. Und wir fangen an mit der A-Seite, mit dem, was ist es, Phenomenal Mix. Okay, fangen wir mal an. ...33 Umdrehungen, machen die Platte auf Start. So, dann Start und Aufnahme und los geht's. Und während der Aufnahme sollte die LED, leider unscharf, also während der Aufnahme blinkt die Aufnahme-LED. Natürlich hat das Gerät auch einen Pitch, ich denke mal plus minus 8%, aber zur Aufnahme sollte der natürlich auf 0 stehen.
Und jetzt heißt es warten, bis der Track zu Ende ist. So, okay, die Scheibe ist gleich zu Ende. Aber jetzt. Und stopp. Und das war's. So, jetzt ist der Track auf dem Stick und wir könnten gleich weitermachen mit dem nächsten, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr die Platte von diesem Stick hier auf euren Rechner bekommt. Okay, ich habe die Karte jetzt in meinen PC gedockt und der PC hat die Karte auch erkannt. Ich habe hier den Stick, da ist ein Ordner Audio. Ich mache diesen jetzt auf und ich habe dort mal auch schon alle Tracks von der Funk Phenomena gerippt, habe das also fertig, kann die jetzt ausschneiden, auf meine Platte kopieren kann den Track jetzt benennen und das war's. So hört sich das Endergebnis dann an. Einfach, schnell und das Ganze in einer super Qualität. Das war der American TT Rekord Review, diesmal in Deutsch. Practice and enjoy.